Park ist ja bekannt für überdurchschnittlich viele Gastronomiebetriebe und Cafés. Neben mir der Fritz Steiner, selbst ein Wirt. Ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, Haag hat kulinarisch viel zu bieten. Ja, das zeichnet dem Haag wirklich aus. Er hat große Vielfalt an Gastronomie angeboten, irrsinnig kollegiales Verhalten unter die Wirte. Also man bringt sich gegenseitig einmal was aus oder hilft dem anderen auch einmal. Es gibt kein Geschäftszeit in Haag. Jeder ist froh, wenn es beim anderen auch gut geht. Das ist wirklich, also das ist so in Haag ganz speziell, muss ich sagen. Also, hat jeder eine Riesenfreude damit, wenn er zum Kollegen geht, einmal am Abend, am Sperrtag, wenn er mal hinkommt. Das ist wirklich, das ist Haag. Wenn es in Haag was zu feiern gibt oder wenn es Feste veranstaltet werden, dann helfen alle zusammen, vom Wirt bis hin zum Verein, oder? Wir haben zum Beispiel die Wirten helfen zusammen im Schadingen, der Bürgermeister, der Rissenwotmer, aber wir haben auch zwei Idealisten, der Robert Daniel zum Beispiel und der Schuster Thomas, die uneinnützigst je eine Freizeit damit aufwenden, damit die Werbung läuft, damit alles, der Strom da ist und das Wasser da ist. Und das sind eben zwei, die wirklich ohne finanziellen Nutzen einer Freizeit opfern und uns da beim Organisieren helfen. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte für einen. Ich möchte mich bedanken dabei. Also das heißt, unterm Strich ist man, glaube ich, schon sehr zufrieden mit dem heurigen Marktfest. Absolut, genau. Nein, wir haben eine Riesenfreude damit. Also der Publikumszugang ist gewaltig. Also der Lauf war auch wieder eine große Veranstaltung. Also echt klasse. Wunderbar. Und wir freuen uns jetzt auf weitere Berichte in unserer Sendung.